Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie die Präsidentin der Republik Brasilien, Dilma Rousseff. Weiter, schneller, höher. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Athletinnen und Athleten, ich freue mich, dass Rio auserwählt wurde, die 31. Olympischen Sommerspiele auszutragen. Es werden ganz besondere Spiele werden. Und das ganze Land wird die Spiele feiern. Es ist eine Ehre, dass die Spiele hier in Rio stattfinden. Nun wünsche ich allen Athletinnen und Athleten viel Erfolg. Und vergesst nicht, dabei sein ist alles. Gebt uns unsere Häuser zurück. Die Spiele treiben den Staat noch in den Ruin. Nieder mit der Regierung. Stopp den Stadienbau! Stopp! Weiter geht es mit der Wirtschaft bergab. Schneller wird die Umwelt zerstört. Höher sind die Schulden als je zuvor. Frau Präsidentin, sagen Sie mir, wie das unser Land voranbringen soll. Was denkt ihr eigentlich dabei? Ich schmeiß den ganzen Müll weg. Ihr zerstört die Natur, nur um Stadien für die Olympischen Spiele zu bauen? Denkt doch einmal an unsere Kinder. Sollen sie wirklich auf einem Planeten leben, der nur noch aus Müll besteht? Ich garantiere euch, wenn sich jetzt nichts ändert, wird es zu spät sein. Aber ihr werdet schon noch an eurem Müll selbst ersticken. Was macht ihr da? Ihr zerstört den Lebensraum der Tiere. Und was habt ihr davon? 2 Wochen Show, super. Und danach leere Stadien. Ihr rodet die ganzen Bäume. Stellt euch vor, jemand würde herkommen und eure Heimat einfach zerstören. Nicht einmal sauberes Wasser haben wir. Ihr solltet das ganze Geld für die Reinigung des Wassers benutzen. Hört auf damit! Ich freue mich sehr, dass die Olympischen Spiele hier in Rio stattfinden. Die Spiele werden uns unzählige Vorteile bringen. Die Wirtschaft wird angekurbelt. Durch den Tourismus werden wir Millionen einnehmen. Und dennoch schafft es nicht, unsere sozialen Umstände zu verbessern. Millionen, sagst du? Ha, das stimmt doch gar nicht. Ihr müsst auch viele Kosten übernehmen. Für den Stadionbau. Die Infrastruktur muss ausgebaut werden. Vor 2 Jahren fand die WM hier in Brasilien statt. Und jetzt die Olympischen Spiele. Wie wollt ihr das denn bitte finanzieren? Unser Staat befindet sich so und so schon in einer finanziellen Krise. Die Olympischen Spiele sind gut für unser Image. Jeder wird das wunderschöne Rio besuchen wollen. Für 2 Wochen werden wir der Mittelpunkt des sportlichen Geschehens sein. Der Mittelpunkt der gesamten Erde. Die Spiele werden jedem positiv in Erinnerung bleiben. So viele Länder haben die Olympischen Spiele bereits ausgetragen. Wie können wir da noch hervorstechen? Wie soll das gehen? Was ist mit uns, der Bevölkerung, um die du dich eigentlich kümmern solltest? Es heißt ja immer so schön, die Macht geht vom Volk aus. Ohne uns wärst du nichts, Dilma. Gar nichts. Die Olympischen Spiele sind das Beste, was uns je passieren kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Siegerehrung. Gratulation zum ersten Platz. Danke. Mrs. President, ein Foto bitte. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Die Trainer, die Sponsoren und natürlich die Fans. Ich habe immer gewusst, dass ich es schaffen kann zu gewinnen.
Dennoch bin ich überglücklich darüber, dass es auch wirklich geklappt hat. Dies ist der Moment, wo sich das jahrelange, harte Training endlich ausgezahlt hat. Rio wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Wo bleibt da eigentlich noch der olympische Gedanke? Es geht doch nur noch ums Geld, ums Gewinnen. Solange das Publikum sich amüsiert und Profit gemacht wird, ist doch jeder glücklich. Keinem reicht es, nur mehr dabei zu sein. Dabei sollte ja nur das zählen. Die Umwelt wird zerstört. Die Wälder gerodet. Der Staat in den Ruin getrieben. Die Menschen noch ärmer gemacht. Und ihnen werden die Häuser weggenommen. War es das wirklich wert?